Servus PA-Freund und Semitontechniker. Heute geht's auf eine richtig geile Hallenparty bei uns in der Nachbarschaft. Da werden wir ein bisschen einen Kriegerverein feiern. Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie das Plattenparty soll es heißen. Ja, wird richtig wild. Kommt ein DJ und dann schauen wir mal, wie es ist. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Material mit, also an Traversen, die zwei Stück. Drei Doppel-18er habe ich vorgesehen. Eigentlich wollte ich bloß zwei mitnehmen, aber. Ja, nehmen wir drei mit, ein bisschen Bassunterstützung, Fight-Aid, ist ja ganz gut. Auf jeden Fall werde ich die T24 ändern, auf die Bühne stellen mit Stative. Schauen wir mal, wie viele Leute wir da in der Halle beschallen, aber ich denke, dass das gar kein Problem wird. Genau, was wollte ich noch sagen? Ja, sonst immer standardmäßig vom René halt die LED-Bars, habe ich 8 Stück dabei. Und die zwei Derbys, und da bin ich mal gespannt, wie es wird. Helfer kommt auch gleich und dann laden wir gleich ein. So, sind wir in der Location auch gekommen. Diesmal dabei drei Doppel-18er, T24N zwei Stück, alle Kabel, normales Amp-Rack halt, CE-Verteilung und zwei Traversen, die neu dazukommen sind tatsächlich. Das sind F33, 2,5 Meter. Leider habe ich noch keine Stative, das heißt, die werden senkrecht stehend. Ja, dazu wieder Monitoring, weil diesmal ein professioneller DJ kommt. Genau, ja. Das ist echt bärig, jetzt haben wir aufgebaut. Wie einfach die ganze Halle schäbert, wenn alles auf Standgas ist. Ganze durchscheppert. Alter. Alles schäbert. So, jetzt haben wir aufgebaut. Einmal frei. Ich schäme die Traversen, das gefällt mir echt gut. So muss es sein. Ja, top. Einmal frei. So, wahrscheinlich muss ich das jetzt alles hinterher nachverdingsen. Also, ja. Aber ich habe jetzt leider keine Möglichkeit gehabt, da was aufzunehmen. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Kriegerverein, Party, ja. Schauen wir mal, es hat sich schon der Baron, also der wohnt da hinten in seinem großen Schloss. Hat sich schon beschwert gehabt gestern, weil ohne meine Aufsicht da laut gedreht worden ist, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall das erste und das letzte Mal gewesen, dass ich Plug and Play alles aufbaue an dem Tag. Genau. Auf jeden Fall haben sie sich alle gefreut. Oh, voll Bass, Halle schäbert in einer Tour. Also alles hat geschäbert, die ganze Halle, die Bar hat gewackelt. Oben das Dach, laut Erzählungen, das Dach fast geschmissen. Aber ja, jetzt darf man nicht mehr so laut. Haben es gestern schon ein bisschen übertrieben, die Hunde. Deswegen ja. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Anscheinend. Mal schauen, wie laut man darf, aber ich glaube nicht so laut. Alles momentan. Ja, es ist nichts los. DJ geil, aber Leute irgendwie nicht so. Was ist da los? Langsam kommt man in Stimmung. Eieiei, immer noch zu wenig, viel zu wenig. Aber was ist auch verkehrt. Jump.
zurück aus der absoluten Katastrophengarage mal wieder. Also wenn man den Kabelhaufen schon wieder sieht, hat man wahrscheinlich wieder gar keinen Bock. Ah, das sind schon wieder so Momente, wo ich sage, dass ich es aufräumen lieb. Ja, aber wenigstens muss man nichts putzen. Das ist nicht schlecht, weil es einfach in der Halle war. Ansonsten war es echt geil. Leider alles Sound to Light, aber ja, hat es schon hergehalten. War alles gut soweit. Ja, hat alles überlebt mal wieder. Ja, genau. Das waren die abschließenden Worte. Jetzt schließe ich wieder alles zusammen, alles anschließen. Genau. Ja, im Endeffekt war es das schon wieder. Wollte jetzt nur kurz ein Abschlusswort machen. Genau. Ah, meine Lieblingskabel mal wieder. Ah, wo sind's denn? Ah. Eieiei. Das wird jetzt lustig.